Ja, willkommen nach Viktor Birkesdorf. In ein paar Tagen ist es soweit, große Party in der Meile von Birkesdorf. Bei mir der Vorsitzende von der Viktoria. Doppelaufstieg, erste und zweite Mannschaft, lässt sich natürlich gut feiern, ne? Ja, wir sind happy. Das hat es in Birkesdorf noch nicht gegeben, ein Doppelaufstieg. Und nach 50 Jahren tatsächlich nochmal in die Bezirksliga aufgestiegen mit der ersten. Ja, also bei uns gibt es einiges zu feiern. Ne? Ja, als erster Vorsitzender hat man natürlich jetzt viel Vorbereitung zu treffen. Wie sieht das Rahmenprogramm denn aus kommende Woche? Ja, es gibt auch einige Überraschungen und was Feste angeht, bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die sind, glaube ich, immer ganz gut organisiert. Es bleibt hoffentlich von außen trocken und von innen wird es feucht. Ja, es gibt natürlich einiges zu trinken. Wir haben für alle Gäste Eintritt frei, also sollen auch viele Leute kommen, haben sich auch viele schon angekündigt. Wir haben wirklich viele Leute auch eingeladen, befreundete Vorstände von anderen Vereinen, ehemalige Viktorianer, die das Ganze auch mal miterleben sollen und dürfen. Ja, wir freuen uns. Also sind einige Überraschungen noch an dem Abend da. Vom Sportplatz aus geht es nachher noch in unser Vereinsheimat Birkesdorf und da gibt es dann auch noch einige Fässer Bier. Ja, einige Überraschungen. Kann man denn heute schon mal so im Vorspann so ein bisschen darauf kitzeln, was da einen erwartet als Fan oder als Freund der Viktoria? Ja, also wir werden da einiges, die Mai-Jungs unterstützen uns mit voller Kraft und wir wollen ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Bundesliga-Feeling aufbringen mit einer schönen Choreografie. Die Jungs haben sich schon einiges überlegt von den Mai-Jungs. Da sind wir froh, dass die uns unterstützen. Was heißt jetzt Überraschungen? Personelle oder? Personelle Überraschungen. Kann man denn heute schon eher eine gewisse Richtung angeben, dass man sich da ein bisschen noch vorbereiten kann als Fan oder als Freund der Viktoria? Ja, also es wird musikalisch eine Überraschung geben auch. Ich arbeite tatsächlich noch dran, Aki Watzke zu uns zu bekommen. Mit dem bin ich in Kontakt, das steht aber noch nicht ganz fest. Der hatte uns versprochen, wenn wir aufsteigen, dass er uns in Birkesdorf nochmal besucht. Der war ja vorher Jahr. Letztes Jahr ja schon mal bei uns in Birkesdorf. Und ja, also er hatte schon ein Versprechen eingelöst, er hatte mich mal nach Dortmund eingeladen. Und ja, das ist ein Mann, der auch sein Wort hält. Und ich gehe davon aus, wenn es jetzt nicht nächste Woche klappen sollte, dann wird auf jeden Fall nochmal in Birkesdorf kommen. Wäre natürlich eine tolle das Sache. Das wäre ein Highlight für uns in Birkesdorf, ja. Und wie fühlt man sich jetzt als Vorsitzender mit den neuen Aufgaben Richtung Bezirksliga? Ja, also ich bin da ganz entspannt. Man muss natürlich eine Kaderplanung machen, die jetzt für die Bezirksliga gut ist. Das war sonst die Jahre für die Kreisliga A. Man spricht halt mit anderen Spielern. Ansonsten habe ich da jetzt keine Mehrarbeit durch.